Oh, das geht schnell. Gerade wenn man viele Pornos guckt, dann denkt man ja häufig, boah, ich muss jetzt hier stundenlang rumrammeln und dann genau im richtigen Moment am besten noch mit ihr zusammen zum Orgasmus kommen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also erstens stimmt das sowieso meistens nie. Zweitens ist länger auch nicht unbedingt das, was wir Mädels wollen. Sex kann auch nach 5 Minuten schon total beglückend sein. Wie lange es dauern sollte, bis man zum Orgasmus kommt, lässt sich nicht mit einer Stoppuhr messen. Es gibt keine Formel, die festlegt, wie lange es dauern soll, bis man zum Orgasmus kommt. Manchmal ist man nun mal so erregt und dann kann man es auch einfach nicht mehr zurückhalten und dann kommt man halt. Ja, mein Gott, es ist ja auch manchmal so gewollt, zum Beispiel bei Quickies. Es wäre total doof, wenn man 10 Minuten Mittagspause hat und schnell einmal hier ab in den Fahrstuhl rein, aber dann passiert da nichts. Trotzdem kann es manchmal Sinn machen, nach den Ursachen zu suchen. Zum Beispiel, wenn ihr jedes Mal direkt nach dem Eindringen oder sogar schon davor kommt und vor allem, wenn ihr darunter leidet oder auch eure Freundin. Denn ganz ehrlich, Frauen brauchen meistens ein bisschen länger als die Männer und das kann schon frustrierend sein, wenn der Typ immer so früh kommt, dass ich nicht mal die Möglichkeit dazu hatte. Also, was sind sie denn die Ursachen? Meistens ist es ehrlich gesagt Kopfsache. Vielleicht seid ihr einfach total nervös, weil ihr die Frau einfach so geil findet, dass ihr auf jeden Fall überzeugen wollt. Oder es ist das erste Mal mit der neuen Partnerin oder ihr hattet vielleicht lange keinen Sex mehr oder ihr habt noch nicht so viel Erfahrung. Dann setzt ihr euch selber so sehr unter Druck, dass ihr es einfach nicht mehr kontrollieren könnt und dann ist es auch schon passiert. Ups. Es bringt aber auch nichts, wenn ihr künstlich versucht, eure Erregung zu unterdrücken und irgendwie an Mülltonnen oder Baustellenschilder denkt. Vielleicht kriegt ihr dann ja noch nicht mal eine Erektion, wenn ihr mit den Gedanken ganz woanders seid. Und ganz ehrlich, wir Frauen merken das auch und wir finden das gar nicht cool, wenn ihr mit den Gedanken Mülltonnen rollt, anstatt über uns rollt. Es ist auf jeden Fall bei jungen Männern relativ selten, dass es wirklich eine körperliche Ursache dafür gibt. Aber wenn ihr trotzdem Angst habt, dass das bei euch der Fall ist, dann lasst es einfach mal vom Arzt abchecken. Aber auch wenn es nicht körperlich, sondern psychisch bedingt ist, kann man ja trotzdem drunter leiden. Und auch dann solltet ihr euch nicht schämen, einen Arzt oder einen Psychologen aufzusuchen. Denn hey, dafür sind die Profis ja da. Was mir noch wichtig ist, das geht auch uns Mädels was an. Wir sollten genauso entspannt mit der Situation umgehen. Und auf gar keinen Fall sollten wir die Jungs zusätzlich unter Druck setzen oder ihnen das Gefühl geben, dass sie versagt haben. Manchmal könnte man sich ja auch geschmeichelt fühlen, dass der Typ einen so geil findet, dass er direkt kommt. Und ganz ehrlich, solange die noch ihre Finger und ihre Zunge haben, kommen wir doch trotzdem auf unsere Kosten. Natürlich können auch Frauen zu früh kommen. Wenn wir nämlich einen Orgasmus hatten, dann ist unsere Klitoris ganz besonders empfindlich und dann kann es auch schnell mal unangenehm werden oder sogar wehtun, wenn es dann noch wer weiß wie lange weitergeht. Ja, oder wir haben halt einfach keinen Bock mehr, weil wir merken, okay, es passiert eh nichts mehr. Es ist auf jeden Fall bei jungen Männern relativ selten, dass es wirklich eine körperliche Ursache dafür gibt. Also macht bitte kein Drama draus, wenn es ein-, zweimal passiert und wenn es euch öfter passiert und euch belastet, dann schämt euch auch nicht, euch Hilfe zu suchen. Dann lasst es einfach mal vom Arzt ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dort sammle ich auch immer noch fleißig Themen für weitere Videos. Ich bin ganz gespannt, was ihr noch so auf dem Herzen habt. Habt ihr meinen Kanal eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das doch mal. Schaut euch auch gerne noch meine anderen Videos an. Gebt mir ein Like und seid nächstes Mal wieder dabei.